Was sag? Na, Waren wie diese siehst du nicht oft was? Warum kaufst du sie nicht alle? Und weiter, wie viel davon willst du? Ja, ich nehme sie sogar alle. Kaufe ich. Alles verkauft, nicht übel. Sag, sag. Oh, die Frostmelonen nehme ich auch. Ich brauche Frostsachen. Ja. Sag, sag. Gerne. Und die Ölflaschen nehme ich auch alle. Merci. Alles verkauft, nicht übel. Sag, sag. Keine Manieren. Am Ende der Welt wäre gar nicht mal so übel. Aber es wäre halt schlecht fürs Geschäft. Also lass dir nicht einfallen, hier vor meinen Augen tot umzufallen. Hatte ich nicht vor. Dass dieser scheußliche Leuchtturm ein Zeichen der Hoffnung sein kann, das muss wirklich das Ende der Welt sein. Ein Leuchtturm? Grumpy Grandmas on her way. Immer wachsam bleiben, Savotta. Dich habe ich hier aber noch gar nicht gesehen. Gehörst du zu diesem Karawanentrupp, der nach Gerudo-Stadt unterwegs ist? Nein, aber welcher Karawanentrupp? Eine Gruppe hylianischer Händler. Wegen dieses Sandsturms ist an Handel vorerst nicht zu denken. Also helfen sie beim Bewachen des Zugangs der Stadt. Tja, ich schätze, sie wollen sich bei uns einschmeicheln, damit wir sie in die Stadt lassen. Aber daraus wird nichts. So will es dann mal das Gesetz von Gerudo-Stadt. Der Sandsturm macht euch Hylianern ganz besonders zu schaffen. Also du solltest besser hierbleiben. Mrs., ich komme mit so einem Sandsturm schon klar. Das ist Firlefanz. Da sehe ich noch einen Brunnen. Da gehen wir rein. Brunnen am Wüstenbazar. Aua, was ist das denn für eine Verarsche? Erstmal Schaden bekommen. Krabben. Ausdauerkrabben. Wenn es regnet, zeigen sie sich in großen Mengen. Okay. Ich bin eine Biene. Das war aber eine Krabbe. Frech. Danke für den Follow an Harinesumo. Schön, dass du mit dabei bist. Na, alles fit bei dir? Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wo ich genau bin. War das jetzt eine Wüste? Oder eine Höhle? Oh, das ist extra harter Stein. Das könnte mich noch eine Weile dauern. Will ich dafür wirklich... Nee. Dann nehme ich lieber den Hartholzast und irgendwo einen Stein, der hier rumliegt. Irgendwo ein Stein, der hier rumliegt. Es liegt kein Stein rum. Dann bitte sag mir, dass es nicht zu weit ist. Ich will eigentlich meinen schönen Giga-Ivarok-Hammer nicht verbrauchen. Ah, perfekt. Ja, den Zweihänder nehmen wir mit. Was ist das? Ein Mini-Ivarok. Guck mal, du wirst von deinem Vater umgebracht. Perfekt. Ei. Irgendwo ein Stein? Da ist ein Stein. Dann können wir nämlich noch eine zweite Waffe machen. Dann müssen wir nicht unseren schönen... Es ist ein Fake-Stein. Es war ein Ivarok. Schlimm. Genau, ich habe alle Steine von den Himmelsinseln geworfen. Aber es bringt mir nichts, wenn sie nicht hier sind. Kann da bitte mal ein Stein rausfallen? Okay. Bitte einfach nur ein Stein. Danke. Hier sind aber viele Leuchtsamen. Da ist das Majoi-Signum. Also war es wirklich eine Höhle, in die wir reingefallen sind durch den Brunnen. Stirb. Ich muss wieder die Samen vom Majoi-Signum einsammeln. Das hatte wieder ein bisschen zu viel Spaß hier unten. Ohne uns. Genau, jetzt zahlen die Steine es mir heim. Jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht an die Steine rankomme und ich meine schöne Waffe kaputt machen muss. So, das da muss ich nicht öffnen. Aber die beiden.
Ein paar Pilze, die können wir schön verkaufen. Die geben immer 4 Rubine pro Pilz. Weil wirklich benutzen tue ich die Pilze nicht. Und wo geht's hier hin? Genau jetzt geht mein seltener Ivarok-Hammer kaputt. War ja klar. War ja klar. Anders ging's auch nicht. Genau jetzt, wo ich die nächste Waffe finde. Voll die Verarsche. Bam, 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 bam. Was sind denn das für hässliche Steine, wirklich? Ja, ist klar, ich habe den gerade erst erstellt. Okay. Troll mich hat noch mehr. Ist okay. Hab dich auch lieb. Like for real Spiel, danke. War da nicht noch irgendwo eine Wand? Nee, die Wand haben wir schon. Okay, dann geht's ja noch ein bisschen tiefer rein. Vielleicht ist ja noch was Schönes. Bitte nur kein Phantom-Ganon. Das wäre... Die Echse, die Echse. Eine Maxi-Echse. Eine seltene Eidechse, die hauptsächlich in tiefen Wäldern anzutreffen ist. Als Medizinzutat füllt sie ihre hohen Vitalkräfte Herzen über das Maximum hinaus auf. Sehr hilfreich. Sehr hilfreich, sage ich euch. Jetzt haben wir hier noch einen großen Raum. Vielleicht ist hier noch die ein oder andere Fee. Die Route wollte ich eigentlich nicht haben. Da ist noch ein Gigastein. Ich glaube, dass wir den Gigastein brauchen, um das hier wegzupusten. Aber das hält doch nicht da oben. Aber ich glaube, dass es gedacht ist, den da oben ranzukriegen. Weil hierfür normalerweise macht man das folgendermaßen. Du bitte. Das ist das falsche Modul. Du so... Aber solange da Sand drauf fliegt, kriege ich es nicht weg. Jetzt mal so ganz dumm, aber kann ich theoretisch... Reicht es aus? Das steht ja nicht. Schade. Ist nicht stark genug. Aber wie kriege ich das denn hier weg? Weil eigentlich kann ich das so wegpusten. Kann ich hier mein Deckenmodul benutzen? Nee, mein Deckenmodul darf ich hier irgendwie gar nicht benutzen. Na gut, ist ja auch Wurst, dann gehen wir halt hier raus. Oder auch nicht, danke. Da, 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 da. Oh no. Your love is a hallucination. Mir ist immer noch zu warm. Da muss der Stein drauf. Ich krieg Schaden. Kann ich bitte einfach zurück zum Wüstenbazar? Jetzt mal for real. Dann wollte ich noch eben mit den letzten 2 Leuten reden und dann sind wir auch für heute fertig. Dann muss ich nämlich langsam los. Nee, tot war ich ja nicht. Ich wusste ja schon, dass das runterführt in die Höhle.
Wahrscheinlich ist das, um die Höhle zu entdecken. Wahrscheinlich hat das gar keinen tieferen Sinn, dieser Sandstapel dort. Jo. Genau, mit euch haben wir geredet, mit dir habe ich geredet. Da vorne ist Terry, wenn ich das richtig sehe. Hallo! Terry, hallo, es ist so high. Oh, wer hätte gedacht, dass ich sie hier treffe? Oh, sie haben ja einen Schwertkäfer. Für die habe ich eine Schwäche. Würden sie mir den freundlicherweise überlassen? Natürlich gebe ich ihnen etwas zurück, und zwar eine Kraftmedizin. Nö. Wirklich? Das war doch so ein gutes Angebot. Naja, ich könnte ihm nachts auflauern, und nein, ich heuere lieber jemanden an, der ihm das Hemd auszieht. Oh, Verzeihung, ich rede nur so vor mich hin. Sagen Sie mir doch bitte Bescheid, wenn Sie Ihre Meinung ändern. Tja, nun, es gibt etwas, das Sie brauchen können. Gibt es etwas, das Sie brauchen können? Oder wollen Sie nur verkaufen? Ja, ich guck mal rein. Die Frostlibellen würde ich mitnehmen. Wenn ich jetzt gerade so wenig habe. Und dann würde ich auch direkt die... Ja, schön, dass du mir über die Frostlibellen erzählst. Die Glutflügler brauchen wir gerade nicht und die Pfeile auch nicht. Thank you! Brauchen Sie sonst noch was? Nein? Okay, bis dann! Bye bye! Wussten Sie, dass manchen Leuten Insekten unheimlich sind? Das ist völlig natürlich! Vielleicht wissen Sie nichts mehr über Insekten. Und das Unbekannte ist immer auch unheimlich. Was? Was laberst du? Es geht gegen meine Lebensphilosophie, Dinge zu hassen, ohne ihnen eine Chance zu geben. Ich hoffe, sie sehen das auch so. Ja? Was? Sorry, das hat mich gerade ein bisschen überrascht, dass er mich von Insekten überzeugen will. Ich hab doch nichts gegen Insekten. Schleim. Schleim. Hello. Na, Savotta. Was sag? Eine Reise durch die Wüste ist gefährlich. Du deckst dich lieber besser gut ein, wenn dein Leben dir lieb ist. Der Tresen hinter der Rezeption für das Gasthaus. Da kannst du dich vor der Weiterreise noch ausruhen. Okay, danke. Die Wachen sorgen für Sicherheit in der Oase, aber sei vorsichtig, wenn du sie verlässt, ja? Genau, werde ich machen, ist kein Problem. Mm. Hallo, hängst du ja auch wegen des Sandsturmes fest? Hört der irgendwann wieder auf? Ich wollte mir die Ruinen ansehen, die auf die Dickdock-Hängebrücke abgestürzt sind. Aber dieser ständige Wechsel von Hitze tags und Kälte nachts schadet meiner Haut. Also wollte ich ihr etwas Gutes tun. Ein Hautpflegeprogramm in einem Hotel wäre da genau richtig. Nun komme ich wegen des Sandsturms nicht nach Gerudo-Stadt. Das ist so ätzend. Pff. In Ordnung, alles gut. Jetzt ganz sachte das Gesicht entspannen, dann gibt es keine Fältchen. Und um die müsste ich mir keine Sorgen machen, wenn ich endlich das Hautpflegeprogramm genießen könnte. Das Hautpflegeprogramm. In Gerudo-Stadt gibt es ein Hotel, das von einer Gerudo namens Aroha betrieben wird. Dort wird man so richtig verwöhnt. Die Luxusbetten hier sind nicht schlecht, aber gegen Arohas Hautpflegeprogramm kommen sie einfach nicht an. Es gibt nichts, was einen wieder so fit macht wie das. Und nach der Schufterei an der Dickdock-Hängebrücke, da will ich meine müden Knochen und meiner geschundenen Haut etwas Gutes tun. Aber dieser doofe Sandsturm... In Ordnung, alles gut, entspannen, wir wollen keine Falten haben. Wenn ich die Hinweise für Forscher noch einmal lese, kann ich sie wahrscheinlich auswendig. Hätte ich gewusst, dass ich so lange warten muss, hätte ich mir ein richtiges Buch mitgebracht oder eine Zeitung. Ja, Kletes Gerüchteküche, ne? Und hier stehen Bücher, Mrs. Hinweise für Forscher. Abgründe, oh, da können wir gerne nochmal durchlesen. Nach dem Kataklysmus taten sich große Löcher im Boden auf, denen Miasma entströmt und die man Abgründe nennt. Miasma ist äußerst gesundheitsschädlich, daher sollte direkter Kontakt unter allen Umständen vermieden werden. Bei Unwohlsein durch die Effekte von Miasma bitte unverzüglich den Abgrund verlassen. Vor Betreten des Abgrunds muss die Erlaubnis von Joscha, der Leiterin der Abgrundforschung, eingeholt werden. Okay, den Rest davon kennen wir schon. Hallo, Madame. Hallo, Madame. Hallo, Madame, ich habe dich gehört. Möchtest du das Gasthaus nutzen?
Das gewöhnliche Bett kostet 20 Rubine, das Luxusbett 30 Rubine. Ja, ist egal. Wenn du dich einfach nur unterhalten willst, bist du besser beraten, mit Kao darüber im Krämerladen zu gehen. Und jetzt zisch ab. Okay. Noch unfreundlicher. Ha, du? Du bist ein Reisender, ja? Hast du zufällig etwas über Angelstadt gehört? Ah, wenn du nicht mal den Namen kennst, wie kann ich dann erwarten, dass du etwas über den Ort weißt? Angelstadt liegt an der südöstlichen Küste von Hyrule. Ich führte dort ein Gasthaus, doch dann wurde unser Dorf plötzlich von Piraten angegriffen. Ich floh hierher mit nichts außer meinen Kleidern am Leibe. Aber die Sandstürme sind schrecklich und man erzählt sich, dass mysteriöse Monster aufgetaucht seien. Ich weiß nicht, wie es nun weitergehen soll. Ah, Checkstar, wir werden das schon alles für euch regeln, weil ihr alle wieder unfähig seid. Was anderes war ja auch nicht zu erwarten. Ja. Aber, meine Lieben, an dieser Stelle würde ich sagen, es war doch wieder ein sehr erfolgreicher Stream. Die Kiste holen wir das nächste Mal. Nächstes Mal geht es wirklich auf nach Gerudo-Stadt, final. Gerudo-Stadt, die dritte, sagen wir dann, ne? Ich werde, glaube ich, nie mit diesem Spiel fertig werden. Ich danke euch dafür, dass ihr zugeschaut habt. Es war sehr schön mit euch und hoffe, ihr hattet euren Spaß. Lasst gerne wieder Kommentare da im Twitch. Ich freue mich immer sehr darüber. Genauso Feedback oder auch einfach nur ein Like. Likes sind auch immer toll. Likes helfen dem Algorithmus und Likes freuen mich natürlich auch, wenn ich sehe, dass ihr die Folge mögt. Und genau, checkt meine Social Medias aus. Einmal Discord, einmal Twitter oder Twitch oder was auch immer ihr so sehen wollt. Und ich bedanke mich auf YouTube fürs Dabeisein und freue mich auf den nächsten Stream. Bis dann.